Also hier ganz herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten großen Kurzfilmgala des inklusiven Schülerkurzfilmwettbewerbs unter dem Motto Ganz schön anders. Der Themenschwerpunkt dieses Jahr Mut. Und wir sind hier zu Gast im Astor Grand Cinema Hannover, zeigen hier eure 10 besten Filme über Mut und verleihen dann die entsprechenden Preise. Es ist wirklich großartig, dass wir uns von Jahr zu Jahr vergrößern. Es werden immer mehr Schüler. Heute seid ihr aus ganz Niedersachsen angereist. Wir haben Schüler und Schülerinnen aus Göttingen, Wolfsburg, Hannover und der Region Salzgitter und auch zum wiederholten Mal schon aus Ostfriesland angereist. Und wir freuen uns über jeden, der da ist, über jeden, der an den Workshops teilgenommen hat und einen Film eingereicht hat. Und das offizielle Musikprogramm werden jetzt nochmal eröffnen. The Living Music Box, das sind die beiden Blind-Profi-Musiker aus Hamburg, und zwar Paria Masumi und Thorsten Graf. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Und jetzt geht es zum Schluss so richtig schwungvoll weiter. Jetzt kommt das allerletzte Lied von uns. Und aber genießt dann nochmal schön euren Schwung und drückt dann ordentlich auf die Tube. Das macht ihr sowieso jetzt schon. Und diesmal könnt ihr das so richtig machen zu Mika und Lollipop. Das Tanzbein wird geschwungen. I said suck it too hard on your lollipop ball, love's gonna get you down. Suck it too hard on your lollipop ball, love's gonna get you down. Suck it too hard on your lollipop ball, love's gonna get you down. Suck it too hard on your lollipop ball, love's gonna get you down. Say love, oh love's gonna get you down. Say love, oh love's gonna get you down. Walking with my mama one day, she warned me what people say. Live your life until love is found. Oh, love's gonna get you down. Take a look at the girl next door. She's a player in a downright ball. She just lost her and she wants more. Oh, love's gonna get you down. Suck too hard on your lollipop. Oh, love's gonna get you down. Suck too hard on your lollipop. Oh, love's gonna get you down. Should know. Too much candy gonna rock your soul. If she loves her, let her go. Oh, love's gonna get you down. Take a look at the boy like me. And I stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be. Oh, love's gonna get you down. Suck too hard on your lollipop. Oh, love's gonna get you down. Suck too hard on your lollipop. Oh, love's gonna get you down. Also ich sag mal so, wir kennen uns schon sehr lange aus der Schule, Paria und ich. Wir waren aber nicht in einer Klasse, aber wir haben schon immer die Musik entdeckt. Ich finde, die Paria, die macht das auch richtig sehr gut. Die kann sehr gut Keyboard spielen und auch sehr gut singen. Ist einfach genial. Ja. Gut, ich glaube, das hat man auch gemerkt. Jetzt sind wir hier bei einem inklusiven Filmwettbewerb. Ihr beide seid jetzt unterwegs. Ihr trefft auch auf Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, auf Menschen ohne Behinderung. Paria, was sagst du denn? Ist es schon auf einem guten Weg mit der Inklusion?
Also ich würde schon sagen ja, aber auf jeden Fall ist das noch ausbaufähig. Also es kommt immer drauf an, wo man ist. Es gibt Orte, wo ich sage, es klappt gut und Orte, wo ich sage, na, also ich finde, das sollte man noch ausbauen. Gut, insofern bleiben wir natürlich mit euch gerne im Gespräch. Vielen Dank, Ulrike Mühlenkopf, Karina Massimi und Thorsten Graf. Die beiden werden zurückbegleitet. Wir bauen jetzt auch gleich die Instrumente ab. Dann kann ich ein bisschen mittiger stehen. So, ihr seht, Markus Götte, den viele von euch schon aus der Vorbereitung kennen, legt auch hier selber immer mal Hand an. Dieses Jahr haben am Filmfest 174 Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen Niedersachsens teilgenommen. Das waren die gesamten Workshops, die angeboten wurden für diesen dritten inklusiven Kurzfilmwettbewerb. Insgesamt wurden 89 Kurzfilme eingereicht. Das heißt, die letzten 10, die hier sind, haben schon eine große Hürde geschafft und sind im Prinzip schon alle Gewinner. Alles, was überhaupt entstanden ist. Ist im Prinzip erwähnenswert. Es dauert doch eine ganze Zeit. Ihr habt bestimmt auch gemerkt, dass ein Kurzfilm zu machen doch viel, viel aufwendiger ist, als man sich das meist so vorstellt. Insofern ist es generell erwähnenswert. Gut, die 10, die hier sind, haben quasi sowieso schon per se gewonnen. Und das Besondere daran, dass natürlich auch zahlreiche Förderschulklassen daran beteiligt waren. Jugendliche mit und ohne Behinderung haben Filme eingereicht, teilweise auch in gemischten Teams. Und das ist uns auch wirklich ein großes Anliegen, dass diese Kurzfilmgala und das ganze Vorfeld wirklich versucht, inklusiv zu arbeiten und unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen. Mehr als 20 Drehbuch- und Filmworkshops gab es dazu, ausgerichtet in Braunschweig, Wolfenbüttel, Göttingen, Hannover, aber auch bis Drochtersen in der Elbmarsch und Leer in Ostfriesland, überall verteilt, wo medienpädagogische Zentren sind. Alles barrierefrei, fast alle inklusiv. Und das heißt, das gemeinsame Lernen von Förder- und Regelschülerinnen und Schülern war häufig gegeben und möglich. Und dass wir das jedes Jahr so machen können, ist nur möglich, weil wir auch immer treue Förderer haben, die das Geld dazu geben. Alles, was ihr braucht, um Filme zu machen, muss irgendwo finanziert werden. Und wie jedes Jahr freue ich mich, sagen zu können, dass auch die Klosterkammer Hannover mit ihrem Präsidenten Hans-Christian Bialas wieder dabei ist. Der ist auch heute hier. Wir haben dabei den Sparkassenverband Niedersachsen, der aus den Mitteln der Lotterie Sparen und Gewinnen diesen Wettbewerb fördert. Und vertreten ist der Sparkassenverband durch Sabine Leitner. Auch wieder dabei die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Raffaela Harms ist stellvertretend dafür da. Und auch natürlich HELP e.V., dessen Gründer Otto Wegmann unter anderem die Lehrerworkshops mit fördert, die immer parallel zu den Schülerworkshops stattfinden. Denn auch eure Lehrerinnen und Lehrer wissen natürlich nicht immer sofort, wie man einen Kurzfilm gestaltet. Und stellvertretend für diese Förderer wird der Präsident der Klosterkammer Hannover das Grußwort sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Hans-Christian Bialas. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich bin zum 5. Mal bei der Gala dabei und wir haben es auch über all die Jahre mit diesen Förderpartnern gefördert, dass ihr Kurzfilme produzieren könnt. Allerdings muss ich sagen, in einem so vornehmen Kino waren wir noch nie. Also hier sitzt man doch ganz schön. Ja. Und ich hoffe, es ist so spannend, dass niemand einschläft. Denn mir ist gesagt worden, man könne in diesen Sesseln auch bequem schlafen. Und mir ist gesagt worden, das sei in der Schule nicht so einfach möglich, weil man da nicht so bequem sitzt. Ist das richtig? Ja. Also, wir sind auch sehr dankbar, dass wir es in diesem schicken Kino heute erleben können. Ihr habt das auch gesehen.
Wir haben Wert darauf gelegt, dass es in etwa so toll ist wie die Berlinale. Große Filmfestival. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, bevor ihr euch mit Essbarem versorgt habt, dass ihr über einen roten Teppich geschritten seid. Also wir fördern das, die Klosterkammer Hannover. Ihr werdet sagen, was hat ein Kloster? Was ist das denn? Also wir betreuen mit der Klosterkammer in Niedersachsen 19 alte Klöster und Klostergüter. Vielleicht habt ihr schon mal eins gesehen von den Klöstern, zum Beispiel Kloster Wienhausen oder Kloster Lünen. Und aus den Erträgen, die wir erwirtschaften, können wir tolle Dinge fördern. Und so ein Projekt wie dieses, ein inklusives Filmprojekt, das fördern wir jetzt schon über viele Jahre immer zusammen mit dem Sparkassenverband und mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Und in diesem Jahr, habe ich mir sagen lassen, ist auch eine Rekordbeteiligung. Das Thema Mut habt ihr alle bearbeitet in Projekten. Und was ich besonders schön finde, dass wahrscheinlich, so vermute ich, neue Freundschaften auch entstanden sind in den Projekten, gerade dort, wo Regelschulklassen ein Projekt gemeinsam mit Förderschulklassen veranstaltet haben. Wir haben uns immer darum bemüht, dass möglichst alle mitmachen können. Eine Beschränkung ist vielleicht, wenn man zu alt ist. Also ich dürfte nicht mehr mitmachen, weil die Klassen 8 bis 10 sind diejenigen, die wir damit ansprechen wollen. Und ich muss sagen, jedes Jahr, wenn ich dabei bin, bin ich immer erstaunt, was für tolle Filme entstanden sind. Und ihr habt es ja eben schon gehört, wer es erstmal bis hierher schafft und hierher eingeladen wird, gehört schon zu den 10 allerbesten Projekten. Also dazu gratuliere ich euch herzlich. Das Ganze klappt nur, wenn alle an einem Strang ziehen und möglichst in dieselbe Richtung, sonst hat man Tauziehen. Und es gibt unwahrscheinlich viele Partner. Ich habe zum Beispiel von Technik keine Ahnung, aber ich finde es einfach schön, die Filme anzugucken. Und ich finde es auch schön, dass die Gelegenheit ist, außerhalb dieser Veranstaltung im Fernsehen nochmal zu gucken, was ihr alles produziert habt. Und ich möchte jetzt schließen, weil ich nicht lang reden möchte, indem ich auch insbesondere euren Lehrerinnen und Lehrern herzlich danke. Das ist ja etwas, was die über ihre Aufgabe hinweg machen. Dazu sind die Lehrerinnen und Lehrer überhaupt nicht verpflichtet und ich finde es ganz prima, dass sie über das Maß hinaus sich so engagieren, denn sonst befürchte ich mal, hätten wir auch nicht so viele Einsendungen gehabt. Ich wünsche euch und mir selber natürlich auch viel Spaß beim Angucken der Filme und ich bin ganz gespannt, wer nachher die 3 ersten Preisträger sind. Ich weiß das nicht, das verraten die mir nicht, ihr wisst es ja auch nicht und so ist viel Spannung dabei und am Ende sicherlich eine schöne Überraschung. Also viel Vergnügen, freue mich heute mit euch hier dabei zu sein. Ich nehme weiter das Mikro vom Boden, weil es auf mich eingepegelt ist. Gut, vielen Dank, Herr Mielas, dass Sie wieder dabei sind und natürlich gehen wir fest davon aus, dass das ein sehr anregender Vormittag wird. Wir haben natürlich wie in jedem Jahr auch jemanden, der diesen Wettbewerb besonders betreut oder der sein Herz dafür gegeben hat. Ein sogenannter Schirmherr oder eine Schirmfrau ist es in diesem Jahr. Und bevor wir euch alle eure Filme vorstellen, möchte ich euch natürlich kurz erklären, wer eure Schirmfrau ist. Und das ist in diesem Jahr Ninia Lagrand mit richtigem Namen Ninia Binias. Vielleicht kommst du einmal kurz mit nach vorne, damit wir dich mal komplett vorstellen. Meist muss man zu Ninia gar nicht mehr so viel sagen, weil sie als Bloggerin, Poetry-Slammerin und jetzt auch als Moderatorin im RTL-Jugendprogramm quasi auch schon überregional Fäden zieht und bekannt ist. Jetzt hast du diese Schirmfrauenschaft übernommen. Was reizt dich am Kurzfilm-Thema?
Ich schreibe ja gerne auch selber Kurzgeschichten und es ist ja dann eigentlich nichts anderes, als das dann einfach nur in Bilder umzusetzen. Und ich finde es toll zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler sich einfach Geschichten ausdenken und das in Bilder umsetzen. Das ist fantastisch und deswegen freue ich mich jedes Jahr, mir das angucken zu dürfen. Wir haben dich jetzt auch nochmal im Film. Was wir hier eingeschoben haben, ist nochmal ein professioneller Film, ein Werbespot, der von der Aktion Mensch gestaltet wurde. Es geht um ein sehr besonderes Casting. Menschen treffen aufeinander, die für ein besonderes Projekt ausgesucht werden sollen. Und damit wir, bevor wir weiterreden, schauen wir mal kurz rein, um was es geht. Wir müssen jetzt mal kurz zur Seite gehen. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Hi, ich bin Anna, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Schauspielerin. Leistungssportler, Leichtathletik, Sperrwurf. Mein Job ist Kung-Fu. Wir suchen für zwei Werbungen Konstellationen. Und da gucken wir uns jetzt die einzelnen Leute an und dann überlegen wir uns, mit wem können wir die zusammenstellen. Berührungsängste. Ich glaube nicht, nee. Also ich kann dich irgendwo neben irgendwelchen Leuten sitzen und echt sagen. Hi. Hallo. Hi, Carolina. Carolina. Wie bitte? Carolina. Bitte. Guten Tag auch. Hallo. Ich heiße Nele. Klaus, Tobias. Da bist du nicht noch. Und hast du auch irgendeine Behinderung? Okay, also ich sehe dich ja nicht, deswegen weiß ich es nicht so. Ja. So, auch den ganzen Tag hier? Gut, Tobias, dann sag mal, wer da neben dir steht. Wollen wir uns gegenseitig vorstellen? Wie heißt du? Maike. Maike. Ach, Marian ist der Name? Folgende Herausforderung. Ihr seid zusammen shoppen. Du sollst ihr sagen, dass sie es nicht kaufen sollte, ohne dass sie es falsch versteht. Okay. Ganz ehrlich, ich meine, schickes Ding, aber hinten drin steht einfach mal 250 Tage. Bitte. Findest du mich nicht schön? Das ist jetzt Mittel. Das finde ich jetzt eher so. Eigentlich ist aber an dir gar nichts Mittel, finde ich. Nein, das habe ich jetzt natürlich auch so nicht gemeint. Hast du das nicht schon? Alles? Ja, dann gehen wir jetzt. Kann ich gehen. Wie fandet ihr euch? Bombe! Red ich nicht. Super gut. Wer hat das besser gemacht? Beide. Das ist die richtige Antwort. Also sind wir beide drauf, siehst du das? Oder ja, sicher nicht nur auf uns. Oder? Okay. Oh. Also ich finde, du bist sehr entspannt und locker und offen. Und da hast du auch keine Hemmung hier zu agieren. Und das beeindruckt mich auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr nervös. Merkt man nicht. Ja, sehr schöne Geschichten. Ich denke, der eine oder die andere hat sich schon mal in sowas wiedergefunden. Natürlich überlegt man kurz, setze ich mich besser neben dich, bleibe ich stehen. Aber es wäre auch sehr aufwendig, jetzt hier einen Stuhl herzuholen. Insofern ist es für dich völlig in Ordnung?
Ja, na klar. Also es ist, solange beide bequem stehen, ist alles super. Es gibt auch Leute, die sich dann so total unbequem hinhocken und so, um Gottes Willen. Also wenn du so bequem stehst, dann bleib gerne so stehen. Ich hatte auch gar keinen Stuhl hier. Das Casting wurde so vorbereitet, zumindest wurde es so vermittelt, als ob ihr wirklich gar nicht wusstet, was passiert. War das tatsächlich so? Das war tatsächlich so. Wir waren, also ich wusste, ich bin auf einem Casting eingeladen und ich kam dahin. Und wir waren alle Darsteller, die Darstellerinnen, die einen Behinderung hatten, waren gemeinsam in einem Raum. Und wir durften auch nicht herumlaufen. Also wir durften auch nicht alleine auf Toilette gehen oder irgendwas, damit eben vermieden wurde, dass wir die anderen Darstellerinnen und Darsteller vorher treffen. Und dann haben wir uns tatsächlich erst in diesem Raum, den wir gerade gesehen haben, getroffen. Also es ist alles echt. Gut, das hat sich in vielen Fällen schön aufgelöst. Ihr wart dann natürlich aber auch einen ganzen Tag zusammen. Was ist so dein Resümee, wenn du, es ist unglaublich erfrischend, finde ich, wenn sich das durch Humor so auflöst. Also der größte Lacher war natürlich der Kollege im Rollstuhl, der gesagt hat, ich kann nicht laufen, dann rollen wir jetzt eben. Findest du, das ist eine gute Art, diese Hemmungen, die manchmal auftreten, aufzulösen? Ja, total. Also Humor ist das beste Mittel bei sowas. Gut, Linia Lagrand, vielen Dank. Du bist nachher noch weiter bei uns und wirst natürlich auch nachher noch den einen oder anderen Sieger verkünden. Und damit kommen wir jetzt endlich zu euren Filmen. Wir zeigen die 10 besten Schülerfilme aus Niedersachsen. Alle 10 sind, wie gesagt, sehr heiße Anwärter. Alles, was hier ist, kann heute prämiert werden. Die Reihenfolge hat überhaupt nichts zu sagen. Und ganz am Ende der Veranstaltung werden wir euch die Preisträger verraten. Und neben dem 3., 2. und 1. Platz haben wir 2 Sonderpreise ausgelost. Das eine wird der beste Preis für die beste Animation. Und dann gibt es auch noch einen Publikumspreis für den Film, der die meisten Klicks und Likes gehabt hat. Und alle Filme sind mit Untertiteln in einer Hörfilmfassung für Menschen mit Sehbehinderung. Ein Film wurde sogar in Gebärdensprache übersetzt und das ist ziemlich einmalig für ein Schülerfilmfest und zeigt mal wieder, wie viel Engagement von allen Beteiligten dahinter steckt. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Hannover, Andrea Hammann, sowie Gunnel Döner, Lars Deken und die Schülerinnen des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte in Oldenburg. Unser erster nominierter Film kommt aus dem Bereich oder aus dem Landkreis Göttingen. Sein Titel ganz schön anders. Es ist eine Dokumentation, ganz schön mutig. Und produziert wurde er von der Schule an den Gleichen in Rittmarshausen, Kreis Göttingen. Und der betreuende Lehrer ist Benedikt Bischof. Film ab. Straße, bin mit Drogen aufgewachsen und so, bin selber drogenabhängig und ja, es war kalt, niemand mochte mich, ich wurde verachtet, man hat halt kein Selbstwertgefühl und so. Ich habe meinem kleinen Bruder die Nase gebrochen und meine Mutter meinte dann, mich rauszuwerfen, weil man hat halt, man denkt andauernd, man ist nichts wert und so. Man denkt andauernd über Selbstmord nach. Und das ist doch schon mutig, dann doch weiterzuleben und so, finde ich. Wenn man auf der Straße lebt, keine guten. Sagen wir es mal eher so, also man denkt, also man versetzt sich in andere Menschen hinein und man sieht sich dann selber quasi so ab und zu mal so auf der Straße sitzen oder irgendwo liegen. Und man, wenn man das dann, also mir ging das früher so, als ich noch ganz klein war, als ich dann so Obdachlose gesehen habe, habe ich die mehr verachtet oder so. Oder wenn ich die heute sehe, verachte ich die nicht mehr, weil es hat ja immer einen Grund, warum man auf der Straße ist. Man heißt, es heißt ja nicht, dass man nichts kann oder so. Manche von denen haben ja eine Ausbildung und so sogar. Bloß
finden halt keinen Job oder so. Die bekommen auch kein Hartz IV. Zum Beispiel, ich bin in eine Kirche gegangen, weil da ist es im Winter etwas wärmer als draußen. Es war auch nicht so mega warm, aber trotzdem schon wärmer als draußen. Und halt im Sommer halt so auf Bänken oder so. Oder in irgendeiner Ecke. Pfandflaschen sammeln, betteln, Tafel. Was soll man da schon groß tun, wenn man auf der Straße lebt? Meine Mutter wieder. Hab sie in der Stadt getroffen und dann meinte sie so zu mir, dass ich wieder nach Hause gehen kann. Ich habe gepeppt, Teile gefressen, gekokst. Verhindert, also das unterdrückt schon mehr den Hunger. Ja, na klar. Ein warmes Bett, ein warmes Zuhause, fließendes Wasser, Dusche, Essen, Trinken. Einfach alles. Jasmin Bahnemann, Lilly Würz, Kevin Grebe, Robin Zenner, Zacharias Tauberger und Dennis Timm von Schule an den Gleichen in Rittmershausen. Ja, ruf nochmal. Das ist nicht so einfach, auf die Bühne zu kommen. Ja, ihr kommt ruhig mittiger, ich muss gar nicht so nah. Gut, dann habt ihr die ganze Truppe einmal gesehen. So, Lilly sollte neben mir stehen, weil sie hier als meine Antwortgeberin steht. So ein ungewöhnlicher Film, warum habt ihr das Thema Mut mit Obdachlosigkeit verbunden? Wir wollten einfach was anderes machen als so ein übliches Thema. Also wir sind dazu gekommen, weil wir in der Schule das Thema Zivilcourage hatten und ein paar Leute aus meiner Klasse haben halt erzählt, wie sie einem Obdachlosen Essen gebracht haben. Und dann haben wir darüber geredet, wie man eigentlich auf die Straße kommt, weil es ist ja bestimmt ein hartes Leben. Und ja, dann wollten wir eigentlich einen Obdachlosen suchen. Ging aber schwer, also einen Obdachlosen zu finden, der sich filmen lässt. Und dann hatten wir aus Zufall einen alten Klassenkameraden kennengelernt. Der also war halt bei uns zu Besuch und er hat gesagt, dass er auch auf der Schule, dass er auch mal auf der Straße gelebt hat mit 11 Jahren. Und dann haben wir ihn gefragt, ob wir das verfilmen dürfen. Das heißt, der ehemalige Schulkamerad war wirklich die Silhouette, die man gesehen hat und der Originalton und ihr habt es dann nachgespielt. Gut, ein schönes Thema, ein schöner Film, der dabei rausgekommen ist. Glückwunsch schon mal, dass ihr überhaupt hier seid. Vielen Dank an euch und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal wieder. Dankeschön. Wir kommen vom Dokumentar zum Spielfilm, und zwar einer aus Mellendorf. Die Mutprobe, der Friedhof, lautet sein Titel und er ist von Schülerinnen und Schülern der Berthold-Otto-Schule in Mellendorf in der Wedemark. Der betreuende Lehrer ist Christian Rother und hier kommt die Mutprobe, der Friedhof. Wir machen jetzt Mathe. Herr Reit,
mal, hier ist euer neuer Mitschüler. Komm mal her. Und stell dich mal vor. Hallo, ich bin der Ralf, aber ich kann mich auch Ralle nennen. Und ich bin 14 Jahre alt. Ja, klar. Was ist das für ein alberner Name? Für so ein kindisches Verhalten könnt ihr gleich heute Nachmittag nachsitzen. Das habt ihr jetzt davon. Oh nein! Das werden wir ihm noch heimzahlen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mich auch. Du kannst dich in den Test hier setzen. Dankeschön. Was ist die Wurzel aus 49? Tja, Herr Klein, das weiß doch keiner. Ralf? Die Antwort lautet 7. Richtig. Boah, was für ein Streber. Sitzen. Oh nein! Ralle? Ich will auch gerne hier bleiben und Zusatzaufgaben machen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Boah, ist der dumm, ey. Er will nur hier bleiben. Ja, echt mal, voll der Streber, ey. Ich krieg die Migräne. Das sind eure Aufgaben. So. Ihr arbeitet bis um 17 Uhr. Das ist, wenn der große Zeiger auf der 12 ist und der kleine Zeiger auf der 5. Ja, Ralle? Wie fertig ist mein Arbeitsplatz? Kriege ich noch eins? Du bist ja richtig fleißig, wenn nur alle Schüler so wären. Oh, meine schwangere Frau ruft an. Da muss ich unbedingt rangehen. Hallo? Ja, ich komme sofort. Hey, Ralle. Ja? Willst du zu uns gehören? Ja, unbedingt möchte ich zu euch gehören. Dann musst du die fette Mutprobe machen. Genau, die haben wir nämlich alle gemacht. Du musst im Dunkeln allein über den Friedhof gehen. Ach, das mache ich doch mit links. Glaube ich. Ja, ja, beim letzten Mal hat es der Neue auch nicht geschafft. Man kann jetzt noch seinen Weinen hören und seinen Geist sehen. Ey, Ralle, hast du überhaupt gar keine Angst, über den Friedhof zu gehen? Ja, ein bisschen schon, aber ich werde zu euch gehören. Scheiße, Mann, er traut sich das wirklich? Nicht, Mann, das hat sich noch niemand getraut. Komm, lass unsere Mütze runter machen. Wir erschrecken ihn richtig so brutal, Mann. Ja, das machen wir. Scheiß auf Lachen! Gesicht gesehen. Ja, Mann, er hat wie ein Baby geweint. Oh mein Gott, was ist das denn? Nix wie weg hier. Was ist euch denn über den Weg gelaufen? Ihr seht ja schrecklich aus. Wir müssen hier weg. Da ist irgendwas auf dem Friedhof. Das macht die ganze Zeit. Genau, Mann. Ich hab richtig Angst, Mann. Oh mein Gott, da ist sie. Geh weg, Mann. Luis. Hallo, Oma Helga. Was machst du denn hier? Ach, ich hab nur Opa besucht. Oh, Luis und Ahmed. Die haben sich aber blamiert. Ralf, du bist echt nicht verkehrt. Wollen wir alle zusammen ins Kino gehen? Ja, ich hab noch Freikarten, wenn Kelle läuft.
Ausdruck. Das war ein Film von und mit Laura Butschka, Elvis Sorgiani, Tessa Höpfner, Clara Friedebold, Leon und Dennis Bejak. Wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen nicht ganz richtig ausgesprochen. Entschuldigung. Gut, ihr habt euch für den Friedhof entschieden. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wir haben uns erstmal überlegt, was so alles mutig ist. Zum Beispiel im Dunkeln auf den Friedhof gehen. Ihr habt aber auch viel Spaß gehabt beim Drehen, ne? Ja, wir mussten viel lachen und Witze reißen und so, ja. Und war es schwierig für euch, eure Rollen zu besetzen? Ich meine, so ein Lehrer ist ja nicht so immer so beliebt, der Streber in der Klasse ist auch nicht immer so beliebt. Gab es da Diskussionen? Ja. Wer wollte was überhaupt nicht spielen? Also, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber Leon wollte auch zum Beispiel nicht unbedingt den Schüler spielen und dann wollten drei den Schüler spielen und so. Das war ja schon fast wie ein echtes Casting. Aber ihr habt das alles gut gelöst. Ich glaube, ihr hattet alle eine angemessene Rolle. Wir haben euch alle wiedererkannt, inklusive Oma Helga. Eine schöne Perücke hast du aufgehabt. Vielen Dank an euch für diesen Beitrag. Der Friedhof gehört euch. So, wir kommen jetzt wieder zu einem total anderen Genre. Also ein Film, der nochmal ganz anders gemacht ist. Es geht nämlich um einen Trickfilm. Sein Titel lautet Freak und Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Salzgitter-Bad haben ihn gedreht. Betreut wurde der Film vom Lehrer Martin Gosch. Bitte schön, Freak. Irgendwo wird immer jemand ausgegrenzt. Nicht selten sind Äußerlichkeiten daran schuld. Kleinwüchsigkeit, Übergewicht, Pickel. Ich habe Ichthyose. Man nennt sie auch Fischschuppenkrankheit. Seht mal, Leute, das ist die, von der ich euch erzählt habe. Kara, das Fischmädchen? Na, du Monster. Was willst du? Ah, schön, dass du fragst. Zeig mir dein schönstes Fischgesicht. Lass sie in Ruhe. Man kann dich nicht mehr für ein paar Minuten alleine lassen. Danke, Thilo. Was hat Herr Solbach denn von dir gewollt? Nun, du weißt ja, die Sängerin unserer Schulband liegt wegen diesem Scheinwerferunfall im Krankenhaus. Mhm. Und du sollst auf der Schulveranstaltung für sie einspringen. Alles in Ordnung? Kara! Ich weiß nicht, ob ich das kann, Iguana. Singen vor so vielen Menschen, alle werden mich anstarren. Was soll ich überhaupt anziehen? Gute Wahl. Aber was, wenn ich heiser werde? Sie werden mich eh auslachen. Du hast recht. Ich schaffe das. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Oh doch, du schaffst das. Wir stehen schließlich alle hinter dir. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du die angefasst hast. Und nun kommen wir zum Auftritt unserer Schulband The Freaks. Ich wette um 10 Euro, dass der Auftritt total in die Hose geht. Ist gebongt.
von und mit im Prinzip. Annalena Gieselmann, Doreen Wiesbeck, Stefan Kott, André Noss, Hendrik Sukop und Manu Karatasch. Annalena, du bist ja quasi die One-Woman-Show hier. Warum hast du dich entschlossen, diesen Trickfilm für das Format zu wählen? Ja, also ich zeichne halt Comics und Cartoons und ich habe auch ab und zu schon kleine Trickfilme erstellt. Und als ich dann von diesem Film erfahren habe, über die Klasse, die ja letztes Jahr auch schon da teilgenommen hat, da habe ich halt gefragt, ob ich vielleicht an einem Film mitmachen kann, so als Trickfilm. Und sie meinten halt, du kannst auch deinen eigenen machen, wenn du möchtest. Und das habe ich dann auch so umgesetzt. Wo haben dich denn die anderen jetzt noch unterstützen können? Du hast gesungen, du hast die Idee gehabt, du hast gezeichnet. Wo konnte man dich noch unterstützen? Ja, also in erster Linie natürlich bei der Synchronisation. Also ohne die ganzen Stimmen für die Figuren hätte der Film einfach gar nicht funktionieren können. Und natürlich auch herzlichen Dank an Stefan, der ja qualitativ den Film letzten Endes noch viel besser gemacht hat. Und was ihr auch habt, und das ist einzigartig hier heute, das sind eure Gebärdendolmetscher. Deshalb bitte ich nochmal auf die Bühne Nohan Ahmad, Nicole Fauerbach, Janine Niehaus, Max Ertl, Marvin Hebenstreit und Kevin Schröter. So, und ihr seht, wie groß so ein Team sein kann für einen Kurzfilm. Vielleicht noch eine kurze Frage an euch. War jemand von euch, traut euch mal ein bisschen nach vorne. War jemand von euch mit der Gebärdensprache schon vertraut oder habt ihr jetzt alle euren Teil einstudiert? Wir haben das alles einstudiert. Also einige konnten schon und einige haben das sogar. Gut, das heißt, ihr seid aber alle nochmal dabei gewesen. Sehr schön. Ich glaube, das war eine große Hilfe für einige hier. Vielen Dank an euch. Gutes Gelingen heute für diesen Tag und vielen Dank für diesen Beitrag, der Free. Und damit kommen wir schon zu Film 4. Es ist wieder ein Dokumentarfilm und sein Titel lautet Auf einem neuen Weg. Gestaltet wurde er von Schülerinnen und Schülern der Geschwisterscholl, des Geschwisterscholl-Gymnasiums in Bärenbostel. Die betreuende Lehrerin dabei, Dorothee Bublitz. Bitte schön, auf einem neuen Weg. أزعاد اليوسف عمري 26 سالة مراتي مع حرب لي وعيشتنا مع لي دابا تيجتنا مرو لي وكي يعني معيشة زحمة يعني لي هاي فاحشتا دايا سيح سيحي بيم لي ما قاجا غي أزعاد ما شتركي دركة يوناني داري عبير بلاميرا يوناني حتى مقدونيا مقدونيا صربيا صربيا هنغاريا ونمسا ألمانيا فاري ما بربري بو ما حدا ما بو ما كيرا كاري بو كيرا هيا تامي عادتشنا زيدانا غيري بس انو شاوا از دوري اهلي خوا جو مي بيتر عاجز بو مي الباجاري خوا از بيتر مرتاح بو اهلي مي اهبالي مي زعتم بي دارا انو عيشتك خوشتر بكم از ايشي خوا بكم مسلكي خوا يعني واهلي مي بقيم بخير او بري ترسمر هاي السوري جبال الجماعة بون و ديسا فاي ام دركات باجار اي اوروبي جي ديسا جي دوم لدقارن و انفجارات اجت Mein Arbeitstag beinhaltet zum einen Dokumentation im Büro, aber auch zum Beispiel Termine für die Bewohner vereinbaren bei Sparkasse, Arzt, Stadt, aber auch Networking mit Organisationen und ehrenamtlichen Helfern. Aber auch pädagogische Arbeit mit den Bewohnern natürlich. Die Bewohner müssen auf ihr Leben danach vorbereitet werden, ein Leben in unserer Gesellschaft. Da bringen wir ihnen dann oder zeigen wir ihnen Dinge, die einfach für uns selbstverständlich sind, beispielsweise Mülltrennung oder die Verkehrsregeln. Das machen wir dann auch noch.
Anna hatte Alam Alura al-Arabiya fi Madrasa. Ich habe angefangen, Arabisch zu lernen, als mir klar war, dass ich diesen Job machen möchte und als auch klar wurde, dass viele arabische Menschen zu uns kommen werden. Es reicht noch nicht, um mich mit den Leuten hier zu verständigen, aber es reicht schon mal für ein kurzes Lächeln und das Durchstoßen dieser Barriere der Fremdheit. Ansonsten unterhalte ich mich mit den Bewohnern auf Englisch oder auf Deutsch manchmal auch, aber im Großen und Ganzen dann eher mit Händen und Füßen oder mit Hilfe eines Dolmetschers. استبلي بجيب مجبر داعش كتب جاري مدى حموت اشتخرات كر زاروت بوشت مزين بير فرق جامين ابوها ما حموت اشتخرات كر مدرسة مانا ماول شو مات تدبلي بجيب قراها و هاتي المانيا من دبجي قراش بر از بريندار بو منا ما كاريبو وضعي لنجيم يعني جمال ناس امحيني از من الجبهة وي خطر قالك يسر من الوچيبه هوالا جي يعني مسؤولين قوتنا من تنكاري هارو في حالة الشبكة ما جي قوت أهلي من ألمانيا لا أسكار مار مويدي تداوية خبكو قوتنا قوتشي بي وتذكار بي هري بغاري إلي تشي تبغاري يا بجي أكيد يعني جبر أويدي دا مصر بوما تمام ألمانيا خوشة تشتي باش خوشتي لهنا بس هر باجاري مهود مينش حمود تشتي خوشتر Weg. Ein Film von Lili Karaca, Janika Rudert, Kübra Domlu, Lisa Hendrich, Diana Ahmad, Nalin Ahmad und Svenja Schnitter. Ihr seid alle hier. Ihr habt ein schwieriges Thema gewählt. Wie seid ihr dazu gekommen? Also wir haben erstmal alle überlegt, was wir mit dem Thema Mut verbinden. Und da ist uns allen zuerst eingefallen, das Thema Flüchtlinge, einfach weil das ja eben gerade aktuell ist. Und ja, wie wir auch im Film gesagt haben, für uns ist es einfach unfassbar mutig, eben seine Heimat aufzugeben und hierher zu kommen und niemanden zu kennen und ja. Wie habt ihr die Kontakte entstehen lassen, die ihr für diesen Film brauchtet? Also das Mädchen, was wir eben gerade am Ende gesehen haben, ist die Cousine von zwei aus unserer Gruppe und die Flüchtlinge haben wir kennengelernt, indem wir einfach zum Flüchtlingsheim gegangen sind, ihnen unser Anliegen erklärt haben und ja, dann haben wir eben Kontakte entstehen lassen sozusagen. Was sagt ihr im Bereich, was angesprochen wurde, so die Fremdheit, ging das schnell mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen oder gab es gewisse Scheu? Nee, das ging wirklich schnell, weil eigentlich wollte jeder mit uns ein Interview führen, die wollten alle was dazu sagen und dann war es eher schwieriger, den Abstand zu halten. Und die waren alle total offen, freundlich und haben uns sehr gut behandelt. Vielen Dank für diesen Beitrag und diese neuen Eindrücke, die ihr uns mit diesem Film verschafft habt. Damit nähern wir uns auch schon der Halbzeit. Film Nummer 5 steht auf dem Programm. Sein Titel: Helden auf den zweiten Blick. Es ist ein Spielfilm von der Peter-Räuber-Schule in Wolfenbüttel. Die betreuende Lehrerin war Cornelia Bock und unterstützt wurde sie von der pädagogischen Mitarbeiterin Katja Plotz. Hier sind die Helden auf den zweiten Blick. Thank you.
Zweiten Blick. Das war eine Arztkomödie von John, heißt der John oder John? John. John Sobotta, Laura Heinke, Celine Böhm, Leona Bornemann, Oliver Lützow, Daniel Rassel, Talien Omar, Justin Sander und wie wir gerade Sander gerade wieder gesehen haben und Karaman schied leider aus. Komm ich hier. Eine tolle Truppe, die ihr da zusammengestellt habt. Ich hoffe, niemand von euch hatte so schreckliche Arztbesuche. Was hat euch am meisten Spaß gemacht bei dem ganzen Dreh? Schlafen und dann gehen. Alle reinholen und dass sie dann in das Sprechzimmer gehen. Und wer hat mit euch dieses tolle Arztzimmer zusammen? Ja. Aber daran steht. Aber es ist an. Okay, soll ich noch mit wem anders sprechen? Okay, möchtest du auch noch mit mir sprechen? Ist nicht schlimm. Ihr habt ja ein total tolles Sprechzimmer gebastelt, da wo der Arzt dann behandelt hat. Eure Ärztin sitzt hier auch. Wer hat die ganzen Süßigkeiten zusammengesucht? Eigentlich unsere Lehrerin. Und das fand ich eine gute Idee. Und danach konnten wir was naschen. Sehr schön. Das war schön. Das glaube ich wohl. So, und außerdem seid ihr ja alle als Helden auch aus diesem Arztzimmer wieder rausgekommen. Hast du wirklich solche Angst vor dem Arzt? Ja. Aber vielleicht hat dir der Film jetzt auch ein bisschen Mut gemacht, dass du weißt, es gibt jetzt auch total nette Ärzte. Ja. Gut, dann drücke ich euch die Daumen. Ihr habt einen tollen Film gemacht. Ich hoffe, ihr trefft immer auf sehr nette Ärzte, wenn es mal nötig ist und habt immer genug Süßigkeiten. Vielen Dank an euch, dass ihr diesen Film hier beigesteuert habt.
Wir sind tatsächlich schon in der Halbzeit, totale Mitte. 5 Filme hinter uns, 5 Filme haben wir noch vor uns. Wir ziehen ein kurzes Resümee und stellen euch nochmal die Leute vor, mit denen ihr teilweise auch schon gearbeitet habt, die mit euch teilweise die Workshops begleitet und gemacht haben und die es organisiert haben. Und das sind zum einen Tobias Milde von Blickwechsel e.V., das ist der Verein für Medien- und Kulturpädagogik, und Markus Götte vom Königswort Medienbüro Hannover. Seit 3 Jahren jetzt total inklusive, jedes Jahr ein neues Motto. Diesmal ganz schön mutig. Tobias, was war das Besondere an diesem Workshop das Jahr? Also mir hat besonders gut gefallen, zusammenzuarbeiten. Also da haben Schüler von den Förderschulen mit den Regelschulen zusammengearbeitet und oft haben die sich auch in den Förderschulen getroffen. Und ich glaube, da waren beide ganz neugierig aufeinander und haben auch, glaube ich, schon auch viel Berührungsängste abbauen können. Cool. Markus Götte, du organisierst das Ganze schon seit vielen Jahren. Wir haben quasi nicht inklusiv angefangen, haben das jetzt ausgebaut. Also das ist auch mittlerweile das größte Kino, in dem wir sind. Wir sind jedes Jahr quasi größer geworden. Mut war diesmal das Thema. Es geht auch weiter. Was ist für nächstes Jahr geplant? Wir wollen nächstes Jahr was machen oder im nächsten Schuljahr haben wir was zum Thema Gerechtigkeit. Also was ist eigentlich fair, was ist unfair? Das ist so das nächste Thema. Und vielleicht kann ich noch kurz was erzählen zu den Filmen, die dieses Jahr eingereicht worden sind. Es sind ja 89 Filme über Mut gedreht worden und ihr habt 89 unterschiedliche Antworten darauf gegeben, was eigentlich Mut bedeutet. Was für euch Mut bedeutet, habt das teilweise sehr persönlich beantwortet oder habt Leute gesucht, die da eine ganz persönliche Geschichte mitgehabt haben. Also ganz kleine Sachen wie jetzt der Arztbesuch. Manche haben Angst vor dem Arztbesuch. Andere haben sozusagen ein Leben in Obdachlosigkeit gehabt oder irgendjemand sozusagen hat für sozusagen in jungen Jahren schon im Bürgerkrieg gekämpft. Also das sind wirklich ganz, ganz tolle, spannende Geschichten, die ihr gedreht habt. Wir können natürlich nicht alle zeigen. Wir haben nur 10 jetzt ausgewählt. Ich gebe euch nochmal den Tipp, einfach nochmal ins Internet zu gehen unter YouTube. /Kurzfilmwettbewerb sind wirklich alle 89 Filme zu sehen und wir haben, weil viele einfach das Thema Flüchtlinge, Flucht, Migration aufgegriffen haben von euch, auch nochmal so eine kleine Playlist gemacht mit 6 Filmen, wo Schüler und Schülerinnen sich nur zu diesem Thema geäußert haben, zum Thema Mut, und das, wie gesagt, lege ich allen nochmal ganz ans Herz, sich das nochmal anzuschauen. Also auch die Jury hat sich all diese 89 Filme natürlich angeguckt, bevor sie ausgesucht haben. Vielleicht ganz kurz noch von dir, Ansatz, wo siehst du so im Bereich Inklusion die größten Fortschritte so für dein Projekt? Einfach, dass es sowas gibt wie uns. Jetzt, das ist zwar ein bisschen unbescheiden, aber sozusagen, wir gehören schon zu einigen wenigen, die wirklich sagen, wir machen das gemeinsam. Also wir versuchen, alle Workshops gemeinsam zu machen. Wir machen auch in der Jury sozusagen, gucken wir uns alle Filme unbenommen an. Bei uns fallen natürlich auch rein, also wie ist das Drehbuch, wie ist der Film umgesetzt, aber auch was für eine Idee, was für Arbeit steckt da. Das fließt alles mit ein und da kann man halt irgendwie, muss man nicht unterschiedliche Kategorien machen, Förderschule oder Regelschule, sondern wir gucken uns einfach ganz unvoreingenommen alle Filme, alle eure Filme an und wählen dann die aus, die die Jury, ich war nicht in der Jury, sozusagen die Jury dann ausgewählt hat. Aber ihr werdet es nachher sehen. Gut, vielen Dank, Tobias, Markus, für diesen kurzen Einblick in eure Arbeit. Und ich glaube, man darf hier heute auch mal ein bisschen unbescheiden sein, weil man auf so einer Gala ja genug Gelegenheit hat zu feiern. Dann geht's weiter mit eurem bereits 6. Film. In buntem Licht heißt er. Es ist ein Musikvideo von Schülerinnen und Schülern der Caroline Herschel Realschule in Garzen. Die betreuende Lehrerin ist Nicole Lavacca oder Lavazza. Ich glaube Lavacca, ich bin mir aber unsicher. Sie ist auf jeden Fall dabei und hier ist natürlich auch euer Film in buntem Licht. Bitte schön. Komm, ich nehme dich mit auf eine Reise. Jeder ist mutig, auf seine eigene Art und Weise. Nimm meine Hand und ich zeig dir, was ich meine.
lass uns mit Augen zu auf höchste Berge steigen. Dass wir alles schaffen, wollen wir uns selber zeigen. Lass uns mit dem Kopf voran ins kalte Wasser springen. Uns vor die Menge stellen, aus tiefster Seele singen. Lass uns nicht wegschauen, wo Probleme entstehen. Sie werden nur wachsen, wenn wir weitergehen. Lass uns nicht hinter Schränke und Modetrends verstecken, sondern so wie wir sind, unser Mut entdecken. Wenn jemand etwas schafft, dass du dich nicht traust, gib nicht auf. Hör uns gut zu, wir bauen dich auf. Erinnerst du dich an den Regen? Überwinde ihn, geh der Sonne entgegen. Lass andere gehen, wenn sie die Farben nicht sehen. Wenn der Mut deine Angst durchbricht, wie die Sonne den Regen im bunten Licht. Wie ein Vogel fliegen, lasst euch nicht unterkriegen. Lasst uns mit dem ganzen Körper das kalte Wasser spüren und uns im Applaus wie Gewinner fühlen. Lasst uns die Augen öffnen, anderen zur Seite stehen, sie an die Hand nehmen, sie wieder lachen sehen. Lasst uns rausgehen, nach Selbstbewusstsein streben, mutig Gesicht zeigen. Wenn jemand etwas schafft, dass du dich nicht traust, gib nicht auf. Hör uns gut zu, wir bauen dich auf. Erinnerst du dich an den Regen? Überwinde ihn jeder Sonne entgegen. Lass andere gehen, wenn sie die Farben nicht sehen. Wenn der Mut deine Angst durchbricht, wie die Sonne den Regen. Weißt du, was ich meine? Überwinde deine Steine. Finde deine Farbe genauso. Somewhere over the rainbow. Wenn sie die Farben nicht sehen, wenn der Mut deine Angst durchbricht, wie die Sonne im Regen im bunten Licht.
ein Musikvideo von Schülerinnen und Schülern der Caroline-Herschel-Schule. Und mit dabei waren Leonie Siekert, Saskia Pelzer, Viviane Schalowski, Kimberly Michelle Misal, Pascal Bruns, Tobias Zander, Umran Ahmadezei, Zekeria Acha, Finn Rischka, Camilla Hakimi und Jean-Daniel Alschner. Eine große Crew, ein großer Cast und ein sehr aufwendiger Film. Hattet ihr vorher schon alle diese Kompetenzen für den Trickfilm und die Musik? Ja, manche von uns schon. Also wir haben sehr musikalisch begabte Leute in unserer Gruppe gehabt, aber wir hatten auch viel Unterstützung. Das heißt, ihr habt den Song komplett neu geschrieben und vertont? Ja. Und wie lange habt ihr in der Turnhalle gebastelt, um diese ganzen Animationen abzudrehen? Also der Dreh alleine für den Stop-Motion-Part hat insgesamt ca. 36 Stunden gedauert. Das ist schon... Ja, ich muss das auch machen. Und ihr habt euch eher für den Bereich ziviler Mut, also so Mut im alltäglichen Leben entschieden. Gab es da viele Diskussionen oder war das Thema eher klar? Wir haben lange darüber nachgedacht, was für uns Mut ist. Und weil wir dann so viele Ideen hatten, ist uns dann eigentlich aufgefallen, dass Mut für jeden was anderes ist. Und darum haben wir alles irgendwie mit reingenommen und dadurch auch den Regenbogen als Symbol dafür genommen, weil Mut ist für uns bunt und vielfältig. Genau, steht ja auch, jeder soll seine eigene Farbe finden. Ich glaube, ihr habt eine sehr schöne Botschaft vermittelt und ich glaube, vielen Leuten wird dieser Film ja auch gefallen und vielleicht auch doch nochmal in Erinnerung bleiben für die nächsten schwierigen Situationen, die man so hat. Vielen Dank an euch, dass ihr uns damit einen Beitrag geleistet habt. Und damit sind wir bei Film Nummer 7. Sein Titel Lauf Yvonne Lauf. Er ist umgesetzt von Schülerinnen und Schülern wiederum der Peter-Räuber-Schule in Wolfenbüttel. Die waren sehr aktiv. Betreuender Lehrer, diesmal Thorsten Leifels. Und hier ist Lauf Yvonne Lauf. Oh, Stadtlauf, da will ich mal mitmachen. Ich schaff das. Ich frag meinen Trainer, ob er mir helfen kann. Kannst du mir helfen? Auf geht's. Das muss noch besser werden. Hey du Pflaume, kannst doch eh nicht laufen. We'll be right back.
mal, da kommst du wieder. Wieder eine Pflaume. Du lahme Schnecke. Ich schaff das. Super, Yvonne. So, Lauf, Yvonne, Lauf. Das war ein Film von und mit Yvonne Grau, Zainab Kassem, Neko Ayadji, Gregor Geginat, Andreas Grischek, Pia Bogdanovic und Dominik Schwarz. So, ihr könnt alle gerne zu mir auf die Bühne kommen. So, Yvonne muss natürlich als Hauptdarstellerin mal gleich zu mir. So, zum Schluss hat man gesehen, die ganze Schule ist gelaufen. Habt ihr tatsächlich die ganze Schule für diesen Film mit einspannen können? Ja, könnten, haben wir. Alle anderen haben rumgestanden. Und läufst du denn selber tatsächlich gern oder hast du für den Film richtig trainiert? Nein, ich laufe gern. Gut, dann war das also auch ein schönes Thema für dich. Wie ist das bei euch sonst so? Ihr wart ja alle die Gemeinen und Bösen und Neidischen, aber ihr habt sie ja sicherlich unterstützt. Hast du gern bei dem Film mitgespielt? Ja, ich habe gerne Bösewicht gespielt und ja. Gut, bist du denn zum Schluss auch noch irgendwo mitgelaufen? Wart ihr noch in der Menge? Ich gar nicht mehr. Ist irgendwer von euch zum Schluss noch mitgelaufen? Im Stadtlauf? Achso, nee, im Stadtlauf nicht, nur im Film. Gut, und du hattest ja im Film Ärger mit der Polizei. Fandst du das gut, so eine Böse zu spielen? Ja. So, dafür sind Filme auch gut. Da dürfen wir mal das spielen, was wir im echten Leben meistens gar nicht sind. Vielen Dank an euch, dass ihr diesen tollen Film gedreht habt. Wir drücken die Daumen. Und dann kommen wir schon in Runde 8. Titel des Films, diesmal ist es ein Trickfilm und er heißt The Fantastic One. Er wurde organisiert, umgesetzt von der Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe Lehr in Ostfriesland, begleitet durch Anja Reuter vom Atelierhaus der Lebenshilfe Lehr und Kerstin Weber sowie Stefan Post von der Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe Lehr. Und was dabei rausgekommen ist, sehen wir hier, The Fantastic One. Chow, 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 chow.
Klaus Meier verlässt sein kleines Dorf, um in der großen Stadt seine alte Freundin Aline zu suchen. Hier ist alles so groß und so viele Autos. Aline, wie soll ich dich hier nur finden? Zum Glück habe ich deine Adresse. Hallo, ich möchte zu Aline. Ich suche Aline. Ist Aline da? Aline? Wo nicht hier? Oh nein, das wusste ich nicht. Wie soll ich Aline jetzt nur finden? Vielleicht finde ich Aline im Telefonbuch. Aber Klaus Meier hat kein Glück und findet Aline nicht im Telefonbuch. Wie soll ich Aline nur finden? Ich habe eine Idee. Vielleicht kann die Polizei mir helfen. Hallo, ich suche Aline. Können Sie mir helfen, sie zu finden? Tut mir leid, ich darf Ihnen keine Auskunft geben. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück und einen schönen Tag. Mist, wieder nichts. Wie soll ich Aline nur finden? Aber eine Idee habe ich noch. Aline hat doch einen Hund. Vielleicht treffe ich die beiden im Park. Miau, miau, wuff. Hey, das war doch der Hund von Aline. Du hast meinen Hund gerettet. Was machst du hier? Hey Aline, ich habe dich in der ganzen Stadt gesucht. Endlich habe ich dich gefunden. Was hast du denn genau gemacht? Ich habe den Hund gerettet. Du hast den Hund gerettet. Das Glückwunsch, das war ja die wichtigste Tat. Und es war ja eine schwierige Geschichte. Wer hat denn die ganzen Figuren gezeichnet? Möchtest du? Also wir alle zusammen haben die Figuren gezeichnet und ausgemalt und geschnitten. Also auch geschneidet. Ja. Wie lange habt ihr daran so gesessen? Wisst ihr noch, wie viele Tage das waren? Ein halbes Jahr. Das ist aber ordentlich. Glückwunsch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und wer hat sich die Geschichte für euch ausgedacht und aufgeschrieben? Alle. Gut, damit haben wir wieder gezeigt, dass ihr auch im Alltag ganz mutig seid, dass man auch schnell mal einen Hund retten kann. Vielen Dank an euch für diese schöne Geschichte und diesen schönen Trickfilm. Und schön, dass ihr da seid. Applaus.
Film Nummer 9 ist wieder eine Dokumentation unter dem Titel Lifestyle-Bloggerin mit Kopftuch. Er kommt von der Marie-Curie-Schule der KGS Ronnenberg in der Region Hannover und die betreuende Lehrerin hier ist Ute Dexheimer und wir sehen die Lifestyle-Bloggerin mit Kopftuch. Bitte. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eine Lifestyle-Bloggerin ist? Wer darf das überhaupt werden? Verdient man Geld? Diese Fragen und viele mehr wird uns die türkische Lifestyle-Bloggerin Canan İnce in dem folgenden Interview beantworten. Natürlich lebt sie nicht nur von diesen Videos. Sie arbeitet zusätzlich noch als Erzieherin im Kindergarten. Lifestyle heißt ja also Lebensstil und Blogger heißt ja immer regelmäßig etwas teilen von deinem Leben. Facebook habe ich sehr negative Erfahrungen gemacht. Dann habe ich halt mit Instagram angefangen und Instagram finde ich einfach sicher für mich. Das ist so meine Basis und da möchte ich gerne bleiben. Auf Snapchat ist es einfach so gut, da wird es innerhalb von 24 Stunden sozusagen gelöscht. Und YouTube ist wieder so ein ganz großes Ding, hat jeder Zugriff drauf. Wir selber haben sehr wenige Kopftuchträgerinnen an der Schule. Wir finden es interessant, dass Canan es als die Schönheit der Frau empfindet und sich damit präsentiert. Die Tutorials-Reihe, das kam einfach nur so. Ich hatte einfach keine Lust mehr, die normalen Kopftuchstil zu machen, dachte ich mir etwas anderes. Ich möchte, wo man auch alles bedecken kann, wo das alles auch schön aussieht. Und dann hatte ich in Istanbul habe ich ein paar Mädels gesehen, dachte ich mir, hey, wie machen die das so? Das heißt, Crisscross von hinten, also normal dran machen und zwei Seiten gleich lang und das eine dann von der rechten Seite auf den Kopf nadeln, auf den Kopf bzw. auf dem Tuch nadeln und auch von der linken Seite. Ich habe die Inspiration, wenn ich so sagen kann, von mir selber genommen. Diese Videos mache ich, damit ich einfach den jungen Mädchen einfach zeige, dass man auch mit Kopftuch schön sein kann und auch vielleicht die Nicht-Kopftuchträger einfach dazu motiviere, dass man, zwar kann man auch die Haare schön stylen, auf jeden Fall, dass man als Muslim sozusagen die Kraft bekommt, einfach, hey, guck mal, eigentlich sehe ich auch mit Kopftuch schön aus. Ich sehe das, Kopftuch gehört mir, ist die Basis meines Lebens. Ich kann damit auch schön sein. Das ist so wie mein Haar. Ich trage mein Kopftuch, weil ich lebe meine Religion aus. Ich weiß, dass im Koran steht, dass man die Haare, die Schönheit der Frau bedecken soll. Deutschland nehmen 3,8 bis 4,3 Millionen Muslime. Von den 4 Millionen Muslimen tragen etwa 43% Muslime das Kopftuch. Canan ist eine von den Kopftuchträgerinnen und lebt ihre Religion damit aus. Damit sich offen sein kann, über sich selber einen positiven Feedback geben kann. Wir finden es mutig, dass sie sich im Internet so offen mit dem Kopftuch präsentiert. Wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und hoffen, wenn sie eine YouTube-Karriere starten sollte, dass diese Erfolg hat. So, die Lifestyle-Bloggerin mit Kopftuch. Ein Film von Gamze Gül, Kavlak, Nihal Celeb und Jessica Seibel. Wenn ihr mal zu mir auf die Bühne kommt, ach, da seid ihr schon, wie schön. Gut, ihr habt ein sehr sensibles Thema genommen. Das Kopftuch wird viel diskutiert. Wie habt ihr Canan entdeckt? Also wir, also ich und Gamze kennen sie durch Instagram und wir gucken auch ihre Videos und ihre Blogs. Und ja, wir haben sie halt dadurch kennengelernt und da auch kontaktiert. Warum hat euch das Thema Kopftuch so interessiert? Weil Canan das auf einer ganz anderen Art, sie ist auf einer anderen Art und Weise halt präsentiert und wir finden das halt mutig, weil sie sich halt so offen damit präsentiert. Habt ihr euch denn jetzt von ihrem Kopftuch-Style schon inspirieren lassen? Nee, also wir werden wahrscheinlich später auch Kopftuch tragen, aber ja. Im Moment noch nicht. Aber wenn es dann was, habt ihr zumindest ausreichend gute Ideen. Schönen Dank für diesen Film. Wir drücken die Daumen natürlich für einen möglichen Preis. Kommen wir auch schon zum Film Nummer 10, der da lautet Mut, ich, mutig. Ein Spielfilm und Trickfilm gemischt von der Schule am Tannenberg in Göttingen. Mit Freunden der Lehrerin ist Karin Mengler. Bitte schön. Ja.
Alter, ihr wisst gar nicht, was passierte. Puh, Alter, das ging echt gar nicht um. Also passt auf. Wir sind mit dem Bus nach Hause gefahren und da war so ein Typ, der hat schon die ganze Zeit so böse geguckt. Der ist dann mit uns ausgestiegen und hat Jan bedroht. Und dann kam er und hat mit der Faust in den Bauch geboxt. Und Chiara war total mutig und ist dazwischen gegangen. Und dann hat sie ganz laut gesagt, stopp, lass meinen Freund in Ruhe. Das fand ich ganz schön mutig von Chiara. Hast du das gehört? Ich war auch sehr mutig. Ich hatte immer solche Angst, in den Keller zu gehen. Aber ich hatte ein Problem. Meine Marmelade war alle. Ich musste neue aus dem Keller holen. Was ist denn das? Mist! Wo ist das Licht? Spinnen! Überall Spinnen! Aber ich bin doch kein Feigling. Es war klar, die Spinnen hatten viel mehr Angst als ich. Zu komisch. Und ab mit euch. Lecker Marmelade. Und ich habe es geschafft. Ich habe mich auch was getraut. Ihr wisst doch, ich bin schon eine Weile in Anton verknallt. Gestern habe ich ihn allein auf dem Schulhof getroffen. Wir haben uns erst ganz normal unterhalten. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihn gefragt, ob er mit mir zusammen sein will. Und wisst ihr was? Er hat gesagt, dass er mich auch gut findet. Und jetzt sind wir zusammen. Ist das nicht toll? System. Bis nächste Woche. Ich habe einen Rap aufgenommen. Frei wie der Wind, keiner kann mich aufhalten. Ich bin wie ich bin, lass mich von Musik leiten. Der Rhythmus zeigt mir den Weg, wenn ich verloren bin. Meine Melodie im Herzen lässt mich gewinnen. Wenn ich traurig bin, schenkt sie mir Kraft. Ich spüre wieder Mut, sie schafft, dass ich lach. Ich will in Frieden leben, dafür gebe ich Respekt. So viele Menschen sind allein und leben versteckt. Wer hat schlechte Seiten, aber eben auch gute. Ihr müsst zusammenhalten, es hält jede Minute. Ich mach die Augen zu. Willkommen hier oben auf der Bühne. Mut, ich mutig, ein Film von und mit Sophia Briese, Tim Diedrich, Ann-Christine Köking, Lina Rode, Chiara Wendemuth, Aaron Oberländer, Jan Katschiran, Lisa Nicole, Tanja Reuss, Chiara Spellmann und Isabella Reichenberg. So, Ann-Christine und Aaron stehen hier auf meiner Liste. Ihr könnt die Ansprechpartner auch gern tauschen. So, Aaron, wie habt ihr denn diese vielen Geschichten gefunden? Ja, wir haben so Storyboards gezeichnet und gemalt und
haben wir auch so gesprochen, dass wir es so machen wollen. Und die ist einfach umgesetzt. Waren das echte Geschichten auch teilweise von euch, weil es ja auch ganz viel um so ein normales Leben geht, oder habt ihr alle Geschichten ausgedacht? Also die Spinngeschichte haben wir halt uns ausgedacht, weil alle in der Klasse hatten halt Angst vor Spinnen. Und dann haben wir die halt genommen. Und die Busgeschichte, die ist echt, weil das halt schon mal im Bus passiert ist. Und die Liebesgeschichte ist halt so eine Fantasiegeschichte, weil... Genau, und ihr habt gesehen, wir haben hier ein sehr romantisches Publikum, weil das nämlich viel Applaus gab, als man dann zusammen war. Bei dir fand ich im Film am allerbesten, du hast ein Sweatshirt an, da steht drauf, we don't need no education. Diese alte Pink Floyd, und das ist sehr schön in einem Schülerprojekt. Vielen Dank an euch, dass ihr euch eure Mutgeschichten gezeigt habt. Wir drücken natürlich die Daumen und hoffen, ihr habt hier noch einen schönen Vormittag. Damit sind jetzt alle auf dem aktuellen Stand. Das sind unsere 10 Finalisten heute. Und über das, was eine Jury so macht und wie schwierig so eine Auswahl sein kann, spreche ich jetzt nochmal mit Ninia Langrand, eurer Schirmfrau, die mit in der Jury saß und die Filme auch mit ausgewählt hat. Ja, es sind lange Wege hier heute. Ich musste irgendwie so viele Meter von der Bühne und zurück laufen. So, unsere Schirmfrau Ninia, du hast alles mit durchgeguckt, 89 Filme durchgeguckt. Wie schwer war es da, so eine Auswahl von 10 zu treffen? Unfassbar schwer. Also man hat ja jetzt schon gesehen bei den 10, wie toll die alle waren und wie unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich waren natürlich auch die 89. Und da muss man echt gucken, was spricht einen emotional an, was ist vielleicht auch technisch gut gemacht, wo sind richtig gute Ideen dabei, wo wird eine runde Geschichte erzählt und so. Das waren alles so Kriterien, auf die wir geachtet haben. Du bist ja mit deinen ganzen eigenen kleinen Blogs und Videosequenzen, die du hast, wahrscheinlich auch schon ein bisschen in einer Vorstellung oder in einer Anspruchsform. Kannst du das noch so trennen? Naja, also bei den Filmen jetzt waren sicherlich einige dabei, die besser waren als alles, was ich bis jetzt gemacht habe, videomäßig. Da habe ich auch größten Respekt vor den Schülerinnen und Schülern, die schon so gut technisch sowas drauf haben. Das hat mich schon eher beeindruckt, als dass ich jetzt gedacht hätte, naja, das kann ich besser. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Aber gibt es ein Genre oder eine Machart, die dir besonders gefällt? Oder wo du gesagt hast, das ist eine schöne Tendenz, die sich hier in diesem Wettbewerb abzeichnet? Ja, es waren mehrere Sachen. Also ich fand es immer gut, wenn Sachen ausprobiert wurden, wie Trickfilme, die Stop-Motion-Geschichten und so. Ich finde es immer gut, wenn Songs mit eingebaut werden. Und ich fand es auch beeindruckend, wie gut mit der Flüchtlingsthematik umgegangen wurde und wie oft die aufgegriffen wurde. Dankeschön an dich bis hierher. Du wirst nachher noch einen Sieger krönen. Und all das, was Ninia gerade angesprochen hat, ist wirklich eine tolle Entwicklung. Über die Jahre wurden eure Ideen und Elemente immer vielfältiger. Wir haben immer mehr Musik, die Trickfilmsachen werden immer feiner und schöner und geschickter. Plus die Dokumentarfilme sind auch relativ neu und dazwischen dann noch einfach schöne Geschichten und erzählte Spielfilme. Also ihr habt im Prinzip das gesamte Spektrum, besser kann es eine Berlinale jetzt auch nicht bieten. Und damit sind wir auch schon bei der Preisverleihung. Wir prämieren die besten Kurzfilme und verleihen die Kurzfilmpreise. Wir fangen an mit unserem Publikumspreis und Markus Götte weiß ganz genau, wer bei YouTube die meisten Klicks gehabt hat, wer die Likes bekommen hat. Und auch da gibt es sogar 2 Sieger. Und eine davon kennen wir noch nicht. Genau, ich fange erst mal kurz an. YouTube, da haben wir einen Kanal, Kurzfilmwettbewerb. Und da waren dieses Jahr so viele wie noch nie, die sich daran beteiligt haben. Denn wir hatten in den letzten 3 Wochen 53.000 Leute, die die Filme angeklickt haben und 4.000 Likes verteilt haben. Und der Publikumspreis im Kurzfilmwettbewerb, ganz schön anders, geht in diesem Jahr an 2 Filme. Das ist einmal die Lifestyle-Bloggerin mit Kopftuch von Schülerin der Marieke Rischen in Nürnberg. Und den Film Mut der Film AG der Graf Anton Günther Schule in Oldenburg. Den Film sehen wir gleich, aber noch ganz kurz zu den Ergebnissen. Warum 2 Preisträger? Einmal die Lifestyle-Bloggerin mit Kopftuch hatte mit 396 erhobenen Daumen bis letzten Donnerstag die meisten Likes.
Und der Film Mut hatte aber die meisten Klicks mit 3.498 Zuschauern, war er sozusagen auch der Publikumsliebling. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine salomonische Lösung und geben beiden einen Preis. Aber jetzt sagen wir erstmal Film ab für den Film Mut aus Oldenburg, den die Jury nicht auf der Liste hatte. Und was meintest du? Wie heißt das? Infusion oder so. Ist das nicht das im Krankenhaus? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt das, wenn die dazugehören und einbezogen werden, aber früher halt nicht. Ach so, du meinst Inklusion. Ja. Ja, die meinten das. Wer? Meine Klassenlehrerin und dieser Typ von der Stadt. Ah, und wann kommen die? Bald. Die Hausaufgaben stehen an der Tafel. Bevor es klingelt, muss ich noch eine Sache mit euch besprechen. Wir bekommen eine neue Schülerin. Sie hat eine Behinderung und braucht deshalb eine Person, die ihr in den ersten Schultagen ein bisschen zur Seite steht. Jemand aus der Klasse wird das machen. Wer meldet sich freiwillig? Dann suche ich mir jetzt jemanden aus. Vivienne? Was wäre mit dir? Nee, das mache ich nicht. Doch, das wirst du. Es würde dir gut tun, Verantwortung zu übernehmen. Das können Sie vergessen. Das werde ich nicht. Montag wirst du das Mädchen vor der Schule empfangen und wenn ich merke, dass du deinen Pflichten nicht nachgehst, wirkt sich das auf dein Sozialverhalten aus. Sie können mir gar nichts sagen. Bekommt ihr auch welche für die Inklusion? Ich meine zwei. Ich will aber nicht, dass einer von denen neben mir sitzt. Wieso? Na, wer weiß, was der macht. Was soll der denn machen? Ich weiß nicht. Um sich schlagen. Ja. Das finde ich auch doof. Ich auch. Ich muss. Ich auch. Moin! Herr Wolfer? Ja? Das ist für Ihre Tochter. Ich soll sie abholen. Ah, das ist prima. Pia, das ist aber ein schöner Name. Wir werden bestimmt gute Freunde. Mhm. Soll ich dir beim Abschneiden helfen? Nein, ich kann das schon allein. Ach komm, ich mach das schon. Ja. Ey, hör auf zu behinderte! Bist du bescheuert? Das ist nicht lustig! Ja, sofort das Fenster wieder runter! Kann ich nicht. Ich bin doch behindert. Du starrst mich so an. Es nervt. Setz dich da hinten hin. Na, wer weiß, was der macht. Um sich schlagen. Ich bin Pia. Ich bin in der 10. Klasse und ich bin ganz neu hier. Und deshalb habe ich eine Aufpasserin. Aber die redet nicht mit mir. Wie fast niemand hier. Aber du bist ja eigentlich fast ganz normal. Ich bin halt behindert. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich schlag ja nicht um mich oder so. Das stimmt schon. Kannst du nicht meine Aufpasserin sein? Ich mag dich viel lieber als die da. Das muss ich erst nachfragen. Aber
Klar, kann ich machen. Ich habe gestern meine Hausaufgaben schon ganz alleine gemacht. Das ist schön. Da ist mein Klassenraum. Ich hole dich danach die Stunde wieder an. Bist du jetzt die Betreuerin? Ja. Ganz schön mutig. Wir auch alle Darsteller haben. Das war ein Film von und mit Pia Borchers, Vivian Köchi, Lea Ramke, Marie Schön, Marieke Decker, Tobias Jürg, Linnea Brot, Lynn Wessels, Nicole Mohr. Der betreuende Lehrer war Martin Kammerer. Und ihr kommt jetzt bitte mal zur Urkundenübergabe auf die Bühne. Und natürlich das Team der Lifestyle-Bloggerin auch nochmal. Ihr habt ja schließlich auch den Publikumspreis gewonnen. Gut, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Dann haben wir jetzt hier das Team von Mut. Das wird die offizielle Preisübergabe und die Lifestyle-Bloggerinnen. Ich sehe immer jetzt ein bisschen Scheibe. Sehr schön, da seid ihr. Gut. Und damit geht auch der entsprechende Preis an euch. Euer Preis natürlich wird sein. Oh nein, das nennt falsch. Ich bin schon eine Reihe weiter. Gut, haben alle ihre Urkunden? Alle ausgezeichnet. Schönen Dank an euch. Glückwunsch an beide Teams. Vielleicht seid ihr nächstes Jahr nochmal dabei. Auf jeden Fall Glückwunsch für dieses Jahr. Gut. Dankeschön. Ihr müsst die Bühne quasi leider verlassen, weil die Preisverleihung natürlich weitergeht. Denn wir kommen damit zum Gewinner im Bereich beste Animation. Die Gewinnerklasse kann ins Kino gehen, kann auch 2 oder 3 Schulklassen mitbringen. Den Preis hat gesponsert das Film- und Medienbüro Niedersachsen und Adele Mecklenburg von unserem Kooperationspartner, dem Medienzentrum der Region Hannover, weiß genaueres, wer den Preis für die beste Animation gewonnen hat. Ja, ihr dürft auch Adele applaudieren. So. Und genau dazu ist auch gar nicht so einfach. Den Preis für die beste Animation im Kurzfilmwettbewerb ganz schön mutig gewinnt der Film Freak von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Salzgitterbach. Ichthyose, Fischschuppenkrankheit, darauf muss man erstmal kommen. Aber nicht die außergewöhnliche Krankheit, sondern die außergewöhnliche Umsetzung hat uns überzeugt. Freak hat ein ernstes Thema, aber er ist witzig, liebevoll gezeichnet und Synchronisation und Sound sitzen punktgenau. Und mit dem selbstgeschriebenen Song am Ende ist dieser kleine Film großes Kino. Aber Freak berührt uns auch deshalb, weil nicht die Ausgrenzung, das Mobbing im Mittelpunkt steht, sondern Mut. Mut, den man durch die Solidarität und den Zuspruch von den anderen bekommen kann. Am Ende gucken die Mobber in die Röhre und den Freaks gehört die Bühne.
Diese Bühne wünschen wir auch den Filmemacherinnen für dieses kleine Zeichentrickjuwel. Und deswegen bekommt Freak den Preis für die beste Animation. Herzlichen Glückwunsch an Annalena Gieselmann, Henrik Zukop, Doreen Wiesbeck, André Noss und Anu Karatasch, Stefan Kott. Euer Preis, es wurde schon gesagt, das Film- und Medienbüro Niedersachsen lädt euch ein zu einem Kinobesuch und bringt einen erfolgreichen jungen Regisseur mit, den ihr dann mit Fragen löchern könnt. Und zum Kinobesuch dürft ihr und könnt ihr Freunde und Mitschüler mitbringen. Herzlichen Glückwunsch und kommt auf die Bühne, lasst euch feiern. Ist ja Bernd Wolter hier in der Nähe? Da ist er. Bitte Bernd Wolter vom Film- und Medienbüro Niedersachsen wird euch den Preis übergeben. Bernd, willkommen. Gut, vielleicht gehe ich auf die Seite, damit du an deine Preisträger rankommst, denn du musst übergeben, Hände schütteln und in erstaunte Gesichter gucken. Sammeln wir eigentlich wieder alle auf der Bühne, ja, ne? Alle Gewinnerteams. Gut, wir müssen ein bisschen zur Seite rücken, weil natürlich nachrückt, aber wir machen nachher noch ein riesengroßes Sammelfoto. Insofern könnt ihr gern am Rande so bleiben. Nur die Mitte der Bühne müsst ihr jetzt alle verlassen, wenn alle Fotos gemacht wurden, selbstverständlich. Denn damit sind wir auch schon beim dritten Preis des diesjährigen Kurzfilmwettbewerbs. Ich verrate den Gewinn jetzt nicht, falls der Laudator das noch hat. Den Umschlag mit den Preisträgern für den dritten Preis in diesem Jahr ganz schön anders. Mut kennt nämlich Juror Martin Wolf und er wird nicht nur die Preise verleihen, er ist auch zuständig heute für die gesamte Audiodeskription. Das heißt, jeder, der heute einen Kopfhörer hatte, konnte seine Beschreibungen live hören. Herzlich willkommen, Martin, und wir hören deiner Laudatio gespannt zu. Ja, den dritten Preis im inklusiven Kurzfilmwettbewerb ganz schön mutig gewinnt der Film Helden auf den zweiten Blick von der Peter-Räuber-Schule in Wolfenbüttel. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die unseren ganzen Mut erfordern. Ein einfacher Arztbesuch zum Beispiel. Man hockt im Wartezimmer mit einem flauen Gefühl im Bauch und wartet, dass man aufgerufen wird. Die Schülerinnen und Schüler der Peter-Räuber-Schule haben diese Angst zum Thema ihres Films gemacht. Und zwar auf ziemlich drastische Art und Weise. Der Arztbesuch wird bei ihnen zu einem Schreckensszenario. Durchbohrte Daumen, riesige Nadeln, Monsterspritzen, Blutstropfen, eine Säge. Diese Arztpraxis ist schlimmer als jeder Horrorstreifen. Der Witz an der Geschichte, der Schrecken ist gar nicht wirklich, sondern findet nur im Kopf der Patienten statt. Den Filmemachern ist es gelungen, die Zuschauer an der Angst ihrer Figuren teilhaben zu lassen. Und das nur mit filmischen Mitteln. Denn in diesem Film wird kein Wort gesprochen. Durch Kameraführung und geschickte Schnitte führen sie uns hinein in die Innenwelt ihrer Figuren und hinab in die tiefsten Abgründe ihrer Angst. Erzählt wird das Ganze mit einem Augenzwinkern. Die Darstellung ist so übertrieben, dass man sie unmöglich ernst nehmen kann. Mittendrin kippt die Geschichte vollends vom Horrorfilm in die Komödie und die Auflösung ist ein großer Lacher. Ein lustiges Drehbuch, toll agierende Darsteller und der kluge Einsatz der Musik runden diesen gelungenen Film ab. Und damit einen ganz herzlichen Glückwunsch an die dritten Sieger. Das sind John Sobotta, Laura Heinke, Celine Böhm, Leona Bornemann, Oliver Lützow, Daniel Rassel, Talin Ömer, Justin Sander, Karin Kanschoff. Euer Preis sind Kinogutscheine, mit denen ihr eure Klasse oder Freunde ins Kino einladen könnt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und macht weiter so. Glückwunsch an euch. Das ist super, ne? Hast du schon, wenn du jetzt weißt, du darfst ins Kino, hast du schon einen Film, den du unbedingt sehen möchtest? Ja. Das besprecht ihr noch, ne? Du weißt schon? Baby und Tina 3.
Alles klar, das müsst ihr gleich mit der Gruppe besprechen, ob das alle gucken wollen. Gut, jetzt diese Gruppe, nachdem ihr noch mal einen kräftigen Applaus gekriegt habt für die Hände und zweiten Mitglied, genau. Bitte jetzt zur anderen Seite. Wir müssen das hier alles richtig sammeln, damit wir uns nachher auf der Bühne alle zusammen nochmal wiederfinden. Und wir kommen zum zweiten Preis des heutigen Tages. Laudator wird Tim Fischer sein. Er ist vom Kinomagazin Spätvorstellung und weiß sehr genau, wer den zweiten Preis im diesjährigen Kurzfilmwettbewerb gewonnen hat. Bitte schön. Hallo. Den zweiten Preis im inklusiven Kurzfilmwettbewerb, ganz schön mutig, gewinnt der Film Mut, ich? Mutig von den Schülerinnen und Schülern. Das Besondere an dem Film, er wechselt geschickt zwischen Realfilm und Trickfilm. Die Rahmenhandlung spielt in einem Café, umgesetzt als Realfilm. Dort erzählen drei Schülerinnen und Schüler von zum Teil tatsächlich erlebten Situationen, in denen sie oder jemand anderes sich selbst überwunden und außergewöhnlichen Mut aufgebracht hat. Diese drei Situationen haben die Mitwirkenden liebevoll und äußerst kreativ als Trickfilmsequenzen umgesetzt. Sie zeigen drei Arten von Mut. Den Mut, jemandem zu helfen, der in Gefahr ist, den Mut, seine eigene Angst zu überwinden und den Mut, jemand anderem seine Liebe zu bestehen. Bei all drei Episoden wird am Ende klar, mutig zu sein, zahlt sich aus. Zum Schluss gibt es sogar noch einen selbst aufgenommenen Rap zu hören, mit dem der Abspann unterlegt ist. Eine schöne und mutige Idee, die sich ebenfalls auszahlt. Das Filmteam der Schule am Tannenberg darf als Preis seine Klasse zu einem Frühstück in einem Café seiner Wahl einladen. Herzlichen Glückwunsch an Tim Dietrich, Sophia Briese, Chiara Wendemunik, an Christine Kücking, Lina Rode, Aaron Oberländer, Tanja Rohrs, Lisa Marie Nicole, Chiara Spellmann, Serhat Jan Kirchenrein und Isabella Reichenberg. Bitte kommt. Gut, Glückwunsch an euch und die Urkunden hier werden übrigens übergeben von unseren Förderern und Sponsoren Sabine Leitner, Raffaela Harms und Anna Mohr, die sind vertreten, die Klosterkammer, den Sparkassenverband und den Braunschweigischen Kulturbesitz und sind auch jedes Jahr hier immer wieder mit auf der Bühne, um euch auszuzeichnen. Vielen Dank an Sie auch, dass Sie weiter mit dabei sind. Glückwunsch an euch. Und ihr habt alle, sollte es noch Fehler auf den Urkunden geben, dann korrigieren wir das. Gut, sonst alles in Ordnung bei euch? Und wisst, wo nehmt ihr euer Frühstück ein? Gibt es so ein Lieblingscafé für alle? Gerne. Vielleicht das Kabale dann doch? Da, wo wir gedreht haben. Ist gut. Also, gefrühstückt wird dann da, wo auch der Film entstanden ist. Das ist wohl schon sicher. Gut, und wir kommen natürlich zum absoluten Höhepunkt der diesjährigen Gala. Ganz schön anders. Mut. Wir kommen zum ersten Preis des heutigen Tages und die Laudatorin, ich habe es vorhin schon gesagt, kann natürlich nur eure Schirmfrau sein. Ninia Lagrand wird jetzt verraten, wer diesen ersten Preis in diesem Jahr gewonnen hat. Jetzt wird spannend. Den ersten Preis im inklusiven Kurzfilmwettbewerb, ganz schön anders, gewinnt der Film In buntem Licht von Freunde sein, das ist das Wichtigste. Die Schülerinnen und Schüler der Caroline Herschel Realschule haben genau das auf sehr kreative und außergewöhnliche Art und Weise in ihrem Film umgesetzt. Vor allem die außergewöhnlich gut umgesetzte Stop-Motion-Technik macht das Video besonders. Die Schülerinnen und Schüler verbinden ihre tollen Ideen mit dem, was ihnen technisch zur Verfügung steht. Zusätzlich komponieren und verwirklichen sie einen eigenen Song. Textlich und musikalisch muss sich dieser nicht hinter den anderen Liedermachern verstecken.
Die Rahmenhandlung bettet das Ganze in eine logische Geschichte. Ein tolles Ergebnis. Ich zitiere, lasst euch im Applaus wie Gewinner fühlen. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Realschule gewinnt eine Reise nach Berlin und den Besuch des Filmparks Babelsberg. Ihr seid jetzt schon hier. Herzlichen Glückwunsch an Leonie Siekert, Saskia Pelzer, Viviane Schalowski, Kimberly Michelle Mietzahl, Pascal Bruns, Tobias Zander, Umran Ahmadazai, Zekeria AK, Finn Rischka, Camila Hakimi und Jan Daniel Altschner. Glückwunsch! Das sind eure Urkunden, euer Preis. Ich wiederhole es nochmal, ihr fahrt in den Filmpark Babelsberg, das heißt da, wo die ganz Großen arbeiten. Ist der eine oder andere, die andere von euch jetzt vielleicht schon kurz davor, richtiger Filmregisseur zu werden? Nee. Wir sind gerade alle sehr überwältigt. Und ihr genießt das jetzt einfach erstmal. Und nach heute kann man da mal weitersehen, dann wird erstmal gefeiert. Ihr reist nach Berlin. Gratulation an euch, es war wirklich ein ganz grandioser Film und auch ein schönes Gemeinschaftsprojekt. Alles andere hat Ninja, glaube ich, sehr schön gesagt, was ihr erzählt habt und was wichtig ist, damit man es in den Alltag mitnimmt und vielleicht auf sich selber ein bisschen aufpasst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, das war die dritte inklusive Kurzfilmgala. Einen herzlichen Dank an die Mitglieder der Jury, die da waren. Adele Mecklenburg, Tim Fischer, Telke Reg, Martin Wolf und unsere Schirmfrau Ninja Lagrand. Der Wettbewerb ganz schön anders zum Thema Mut geht damit heute zu Ende. Im Juni geht es dann schon los mit einem neuen Wettbewerb. Diesmal geht es dann um Gerechtigkeit. Alle 8. bis 10. Klassen können wieder mitmachen. Wer jetzt schon eine Idee hat, behaltet es im Auge, damit ihr euch rechtzeitig bewerben könnt. Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei. Für uns wäre es ein großes Vergnügen. Toll, dass ihr insgesamt so zahlreich hier erschienen seid. Und bedanken tun wir uns jetzt nochmal bei allen, die im Hintergrund gewirbelt haben. Da ist das Astor Grand Cinema, das uns heute zu Gast hatte, dem Techniker Herrn Hinzmann, Frau Nebelung, denen die Live-Audiodeskription gemacht haben, Anne Habermann und Thomas Lutz, Tobias Milde und Sascha Prinz, Antonia Kainz und Sonja Steiner, die die Koordination für diese Gala innehatten. Dann natürlich Corinna Rothop, die hier mit H1 filmt. Euer Sendetermin auf H1 ist in genau 2 Wochen, am 29. März um 19 Uhr. Dann haben wir diese Aufzeichnung der Gala im Fernsehen. Dann wird weiter gezeigt in den Bereichen Regio des Regionalsenders O1 TV 38 und OS1 TV. Sie strahlen die Filme etwas später aus, da müsst ihr nochmal nachfragen. Alles also nochmal zu sehen. Vielen Dank für euer Engagement hier vor Ort und kommt gut nach Hause und im besten Fall bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank an alle. Und heute 18 Uhr NDR, könnt ihr auch schon gucken.